Aufregung um Jeanette. Gleich 6 Hände fummeln an ihr rum und versuchen zu retten, was zu retten ist. Was ist nur mit ihrem Auftritt? Ist die Show in Gefahr? Knapp eine Stunde später. Jeanette hat sich in ihre Garderobe zurückgezogen und ist sichtlich aufgeregt. Heute ist DVD-Aufzeichnung. Wir haben einen Versuch. Wenn heute irgendwas schief geht, dann ist es drauf. Jetzt ist der große Augenblick. Ich sage euch, so ein Scheißgefühl jedes Mal. Es ist soweit, der Einmarsch des Popstars. Hinter der Bühne gibt es dann die Gruppenumarmung mit der Band. Die Show beginnt. Mit einem Fahrstuhl wird Jeanette auf die Bühne katapultiert. Es ist die bisher aufwendigste Tour der Berlinerin. 6-mal wird sie die Kostüme wechseln, neu geschminkt werden und sogar auf die Bühne zurückrobben. 37-mal hat Jeanette das alles schon gemacht. 37 fehlerfreie Konzerte. Und ausgerechnet heute macht ein kleines Plastikteil einen Strich durch die Rechnung. Beim 4. Kostümwechsel streikt der Reißverschluss des Kleides. Kostümbildnerin, persönlicher Assistent, alle versuchen ihr Bestes, doch der Verschluss lässt sich keinen Zentimeter bewegen. Die Soloeinlage der Musiker geht zu Ende, aber der Reißverschluss lässt sich nicht erweichen. Jeanette trifft eine Entscheidung. Okay, anderes Kostüm! Anderes Kostüm! Ja. Langsam macht sich Panik breit. Schnell muss ein Ersatzkostüm her. Das ging noch mal gut. Jeanette ist zurück auf der Bühne und bringt die Show zu Ende. Die Panne mit dem Reißverschluss wird sie jedoch nicht so schnell vergessen. Mein Part kam, wo ich hätte eigentlich normalerweise singen sollen. Und ich habe schon in dem Moment gedacht, die ganzen Mädels und die ganze Band bestimmt so, sie soll doch jetzt singen, aber sie ist nicht hier. Und es singt auch keiner. Und oh, es ist furchtbar, es ist wirklich die ganze Zeit nichts passiert und dann fängt da an, dieser Reißverschluss zu klemmen und geht wirklich nicht mehr. Also er ging nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts, mit aller Kraft. Der nächste Tag. Am Flughafen Dortmund wartet der Privatjet. In einer Stunde muss Jeanette in Zwickau sein. Dort wird der zweite Teil ihres Videos gedreht und so wird der Jet kurzerhand zur Maske umfunktioniert. Starallüren kommen dabei trotzdem nicht auf. Die Sitze im Flugzeug sind eigentlich überall dieselben Sitze. In die Luft geht man auch, das ist ebenfalls gleich. Nette Luftlöcher gibt es ebenfalls, ist auch immer gleich. Also es ist im Prinzip nichts anderes, nur dass es ein bisschen kleiner ist, das Flugzeug hier. Also Landung in Zwickau. Hier wartet schon das Kamerateam für den Videodreh. Jeanette spielt 5-mal die Ausstiegsszene. Und danach geht es weiter in eine Schule. Dort wird das Schnuckelchen mal schnell 8 Jahre jünger gemacht. Sie spielt eine 15-Jährige, die von ihrem großen Schwarm verschmäht wird. Und worüber redet man als Teenager? Natürlich übers Küssen. Das erste Mal wurde ich geküsst, auch von einem Jungen. Das fand ich aber total scheiße. Habe ich gleich Schuss gemacht danach. Das war irgendwie mit 13. Da ich dachte, der ist mit seiner Zunge da. Ist das ekelhaft. War total perplex. Und so sehen die Teenager-Probleme dann im Videoclip zu Right Now aus. Für Jeanette ist der Tag übrigens lange noch nicht zu Ende. In 2 Stunden steht sie wieder auf der Bühne. Hoffentlich diesmal ohne eingeklemmten Reißverschluss.